Was erwartest du von Schützenfest 2023? Ich erwarte eine gute Stimmung. Ich hoffe, dass viele ihre Urlaubszeit so gelegt haben, dass sie dann auch wieder bei uns Schützenfest feiern. Und es ist einfach eine große Vorfreude. Nicht nur für den Samstag, auch Sonntag und Montag. Es ist ein Fest, was unsere Gemeinschaft ausmacht, was die Camperkompanie ausmacht. Und das ist das Highlight des Jahres. Und deswegen ist die Freude sehr groß. Ein tolles Schützenfest, einen tollen Schützenfest Samstag, viele gute Gespräche und möglichst viel Bier. Kompanie, stillgestanden! Zur Meldung an den Hauptmann, die Augen rechts! Der Hauptmann meldet, Camperkompanie mit Langkörpern, Mannstark, Angetritt und König. Das war knapp. Ja, gerade mal gut gegangen. Kompanie, rührt euch! Guten Tag, Camperschützen! Unserem Dennis Happe auf seinen letzten Stunden, auf seinen letzten Tagen, wollen wir es doch mal so sagen, ein dreifach kräftig donnerndes Hoino! 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 Dahlmann Igor, mein Name von der Dahlmann Group. Ich bin auch nicht Single, aber nein, ich habe eine Freundin. Und du warst in Thailand. Ja, das auch. Aber bin vor 3 Wochen Papa geworden. Hey. Dankeschön. Danke, der Nächste. Mein Name ist Pascal Grohn, bin im 3. Zug, bin verheiratet. Mein Sohn ist vor 6 Monaten auf die Welt gekommen. Ich bin Techniker im Bereich Maschinenbau. Ja, den können wir gebrauchen. Ja. Ich heiße Elias Mierzer, ich bin selbstständig, ich habe eine Marketingagentur, Komplizen Marketing. Ich bin verheiratet und bin schon ein bisschen länger Papa, habe einen 4- und 6-jährigen Jungen. Abstand halten. Für die Western-Kompanie Sergeant Gerd Wölfer und Verwaltungsrat Jens Jürike. Nur in Ordensträgern und bitte Sie nach vorne, damit wir die Ordensdekoration.
mein persönlicher Dank und meine persönliche Hochachtung sichern. Ihr habt jetzt einen besonderen Applaus verdient. Jetzt seit Jahren Oberstleutnant. Du bist, das muss man glaube ich niemandem erklären, Schützenbruder durch und durch. Du bist mehr auf dem Platz, als hier viele mit 3-4 Tischen zusammenschaffen. Fast jeden Abend bist du hier und guckst, ob der Rasen am Wachsen ist, weil du weißt, dass Matthias Stuhl zum Kontrollieren kommt. Ich möchte dir unsere höchste Stufe verteilen. Nicht die erste Stufe, du weißt, es ist die zweite Stufe, der große Verdienstorden der Kemper-Kompanie. Das ist für mich eine besondere Freude, dass du ihn dann endlich bekommst. Manchmal dauert das Gute im Leben relativ lange. Das ist, weil wir samstags gar nicht sehen, was du schon hast. Selbstverständlich ist alles in Ordnung. Es ist ein herrlicher, sonniger Tag. Und der Vorteil bei diesen Temperaturen ist, dass wir während des Marsches abnehmen und das können wir nachher wieder zuführen. Morbido. Mit Gastverein und Landkörper Mannstark angetreten. Danke, Feldübel. Guten Morgen, Kämpfer-Kompanie, guten Morgen, Gäste! Moin! Oh, was ist das denn? So nochmal. Guten Morgen, Kämpfer-Kompanie, guten Morgen, Gäste! Moin! So will ich das haben. So, geht noch. Gucke mal eben. Also die Majestäten. Schau auf meinen Zettel. Wir sind Königskompanie. Das ist eine ganz große Freude. Ich darf heute nicht sagen, dass es sein letzter Tag ist. Er kämpft um seine Wiederwahl. Wir geben uns Mühe, dass das heute klappt. Dann bist du bis Montag gewählt. Aber ich freue mich ganz herzlich, dass er hiermit antritt. Die Königsstandarte ist mit dabei. Unser König, unsere Majestät, Dennis Happe. Du traust dich nicht, eigentlich kannst du die Kemperjoppe immer tragen. Das ist die Jacke, die sieht man in Paderborn gerne. Michael Dreier!
Ehrenmitglied Landrat AD, Manfred Müller. So, in Uniform werde ich heute begleitet. Ich stehe unter dem persönlichen Schutz der britischen Armee. Freue mich ganz herzlich, dass Lieutenant Colonel, Commanding Officer aus Sendelager heute bei uns ist. Danny, du bist ein gern gesehener Gast bei uns. Ich weiß, dass du das Schützblut auch im Herzen hast. Und deswegen freue ich mich, dass unsere britischen Freunde heute schon mal mit dir hier gehen. Da kommen morgen noch ein paar dazu. Danny White. Danke. Schlosskompanie unter Hauptmann Raimund Leiven. Unsere Freunde aus Schloss Neuhaus. Dann der Heimatschutzverein Neuenbeek unter Hauptmann Alex Bitter und das Königspaar Norbert Franke und Christina Franke. Die St. Sebastian Schützenbruderschaft Dörnhagen unter Oberst Udo Brockmähler und das Königspaar Christopher Verdi und Annelena Verdi. Wir dürfen hier antreten. Schaut es euch an. Hier herrscht die Kunst. Und wir sagen der Familie Peters ein herzliches Dankeschön. Sagt der Familie alles, alles Gute. Die machen im Moment Urlaub. Da ist noch keiner Kämpferschütze. Ehrenringträger, Ehrenhauptmann Walter Schäfers. Walter, das ist jetzt mal dein Applaus. Wie früher, wenn mein Vorgänger mit nassen Küssen links und rechts gibt. Ein ganz herzliches Dankeschön. Ja. Aber ich freue mich, dass ihr alle da seid, auf unser schönes Schützenfest, auf unseren Hauptmann und unsere geliebte Kämpferkompanie, ein Dreifach Reviers. Hallo! 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 Sehr gut. Achtung! Thank you.
Schwester Christel, Schwester Angelika, ich darf unseren Feldwebel bitten, ein kleines Blumenangebinde für Sie. Aber recht herzlich willkommen. Dann hat Herr Luther gerade schon erwähnt, dass wir wieder Schwestern aus Nord- und Südamerika mehr als sonst unter uns haben. Aber die sind jetzt hier auf den Spuren von Mutter Pauline. Und die werden also in aller Welt also erzählen, was Schützenfest ist. Sie haben auch schon geübt, dieses Wort auszusprechen. Das ist gar nicht so leicht. Schützenfest. Wir Paderborner kennen das natürlich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Fest mit viel Vergnügen und mit viel Gemeinschaft. Und ja, wenn ich an das Wort Schützen denke, dann frage ich mich heute immer wieder, was schützen Sie? Ich denke, Sie schützen Heimat, Glaube, vor allem auch Gemeinschaft. Eine wichtige Sache heute. Freuen wir uns, dass es also wieder geht. Und schützen Sie weiterhin diese Werte und schützen Sie auch bitte die Tradition, zu uns zu kommen. Wir werden uns gern daran beteiligen, diese Tradition weiterzuführen. Horrido! 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 So, herzlichen Dank, ein Applaus für die Schwestern. Danke, dass wir hier seid. Danke. Thank you.
zum Einzug der Ehrengäste. Augen rechts. Präsentiermarsch. Liebe Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich begrüße stellvertretend für die zahlreich erschienenen Ehrengäste den ersten Bürger unserer Stadt Paderborn, unseren Bürgermeister Michael Dreyer. Es ist eine große Freude, auch den ersten Bürger des Kreises Paderborn hier willkommen heißen zu dürfen. Ich begrüße auf das Herzlichste Landrat Christoph Rüther. Joachim Göbel, verbunden mit dem Dank für eine hervorragende heilige Messe heute Morgen im Hohen Dom. Vielen Dank, Herr Dompropst. Und stellvertretend für alle anwesenden Politiker begrüße ich den Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Ich darf auch sagen, unseren Abgeordneten im Deutschen Bundestag, Dr. Carsten Linnemann. Herzlich willkommen, Herr Abgeordneter. Es ist deshalb auch ein ganz besonderer Nachmittag, weil der erste und oberste Repräsentant unseres Paderborner Bürgerschützenvereins sozusagen auf der Zielgeraden seiner Amtszeit ist. Ich bitte um einen Riesenapplaus für seine Majestät, unsere Majestät, Schützenkönig Dennis Happe.
Chateau Montmartre. Das ist eine Bar. Die Fußkranken sind hier drin. Ja. Ihr habt gut. Ja. Thank you.
Das Schöne.